Folge Nummer 37 von Oxygen Not Included. Wir wollen uns darum kümmern, dass der Baum hier unten irgendwo da Wasser kriegt. Schmutziges Wasser zum Düngen. Dafür muss das Ding hier eigentlich laufen. Aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz. So, Sauerstoff, Luftreiniger, Wasser 2000 Gramm bei 34,2 Grad, Keime, Lebensmittelvergiftung, Kohlendioxid, verschmutztes Wasser 34 Grad, kommt bei nichts weg. So, jetzt müssen wir mal schauen, Sanitär, Rohre, was passiert hier jetzt? Er kriegt frisches Wasser, aber er gibt kein schmutziges ab. Warum passiert das nicht? Weil hier kein schmutziges Wasser, Warte mal, das kann natürlich auch noch sein. Luftreiniger, hier ist alles saubere Luft, ne? Hier ist wahrscheinlich gar keine schmutzige Luft mehr. Ah, da, jetzt hat er gerade was gemacht, siehst du? Und siehe da, okay, alles klar. Dann brauchen wir nicht drüber reden. Das liegt halt daran, dass hier nicht genug schmutzige Luft ist. Das würde ja bedeuten, wir müssen hier noch was machen, dass das klappt. Warte mal, da können wir was ausheben, sowieso hier. Dass das erstmal gemacht wird. Da sollte einer rüberspringen können, um das abzubauen, ne? Gut. Kommt denn da schmutziges Wasser dann an? Das ist die Frage. Müssen wir mal gerade das Overlay hier angucken. Okay, das ist wohl schon durch. Okay, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ah, siehst du, da ist auch der Baum ein bisschen gewachsen. Der braucht 70 Kilogramm pro Zyklus. Und das reicht dann wahrscheinlich nicht, ne? Temperatur 32,8. Die würde reichen. Da steht jetzt aber nicht irgendwie... Ach so, Hydrofarm. Hier steht der Samen. Er hat einen minus 10 Kilogramm Zyklus, Luftdruck mindestens 150 Gramm. Lebensmittelvergiftung gibt es hier. Okay, das bedeutet... Hier müsste die Luft... dann abgepumpt werden. Ja, wir hatten das ja hier gebaut, ne? Damit die schmutzige Luft da reinkommt, damit ja, das da reinkommt. Damit da irgendwelche Tiere großgezogen werden konnten, aber die dann leider nicht gekommen sind. Welche waren es? Können wir ja noch gerade gucken, bestimmt. Und pufft. Pufflet. Ja, das hat nicht funktioniert, ne? So, das machte das dahin. Das bedeutet, dass das jetzt nicht so einen Sinn macht. Das würde bedeuten, dass wir vielleicht schauen müssten, dass wir die Luft darunter kriegen. Ne? Das ist abgeschlossen. Wir müssten die Rohrleitung dann darunter führen, damit das gefiltert werden kann. Oder aber noch so ein Ding weiter hochbauen. Na, jetzt wird hier gebaut, ne? Wir können natürlich das auch ein bisschen checken, dass wir das hier vielleicht so machen. Hier eine Schleuse hinzaubern. Die geht da so nicht hin, okay. Ja, hier das Erdgas sollte man vielleicht auch mal in Angriff nehmen, ne? Aber da kommt keiner hin. Ach so, weil hier vorher noch abgebaut werden muss. So. Ja, müssen wir gucken. Ja, er ist schon fertig damit. Sehr gut. Dann können wir auch weiter graben. Und das kann alles abgebaut werden. Bis dahin auf jeden Fall auch. Was macht er jetzt? Ah, er baut die Leiter wahrscheinlich dahin oder da hinten das ab. Ne, die Leiter wird gebaut. So, dann zerlege ich das mal. Und baue da eine Luftschleuse hin.
die aber noch nicht geht, weil das erst weg sein muss. Gut. Okay, der rutscht bis dahin und dann reicht's hier nicht. Wieso muss da ein Gasabzug sein? Okay, der erste ist weg, der zweite ist weg. Das bedeutet, wir können da jetzt die Luftschleuse gerade bauen. Das ist wunderbar. Okay, er arbeitet da schon. Okay, da ist einer aufgestiegen. Hier geht's auch weiter. Warte, dann können wir da links auch noch zwei machen. Das soll dann aber erst reichen. Ist die Frage, wann der Baum noch weiter vorankommt. Da kommt die Luftschleuse hin, das ist schon mal gut. Dann kann eigentlich das andere sofort im Anschluss hier auch weggemacht werden. Essen, 5000, alles ist gut. Wieso krabbeln die hier eigentlich nicht lang, sondern immer da lang? Weil sie hier nicht durchkommen, ne? Das kann auch sein. Machen wir das doch so mal weg, ne? So, da ist schon einiges mehr geworden. Okay. Wird da weitergearbeitet? Ja, wird weitergearbeitet. Das ist gut. Was fehlt hier jetzt? Das muss so, so. Dann haben wir das da gar nicht angeführt. Na, geht noch nicht mal. Okay, dann muss das erst noch gemacht werden. Werden wir auch hinkriegen. Guck, jetzt geht man da auch lang. Ah, ne, okay. Da wird abgebaut, können da aber lang gehen. Ja, ich glaube, wir können das hier mal zerlegen und dann eine Leiter hoch machen. Achso, das geht da nicht. Ach, hier haben wir eine Algendestille noch. Ja, der Schleim, den müssten wir noch irgendwo her haben, ne? Hier wären noch Algen. Da ist aber Sand, der dann runterfällt, bringt also nichts. Hier wird Luft gepumpt, das passt. Okay, die Luftschleuse wird hier bemüht. Der hier gerade eben eigentlich funktioniert. Nö. Gut, jetzt ist die Frage. Ach so, das Sanitär, Lüftung, wollen wir gerade gucken, wofür die Dings da Bums da ist. Okay, dann wird der saubere Sauerstoff da hingebracht, ne? Hier wird Wasserstoff auch rübergebracht. Sehr interessant. Wieso kommt hier so viel? Ach so, er macht auch Wasserstoff. Okay, dann haben wir hier ja noch einen Fehler drin, ne? Ja, da müssen wir dran arbeiten dann. Lüftungsrohre. Das bedeutet, ne, wir müssen hier einen Gasfilter haben, der... Kann ja dann ruhig hier sein, oder? Müssen wir drehen. Weil das ist ja der Ausgang, ne, oder? Gebäudeeingang, Ausgangsleitung, also so rum. So. Und dann kommt hier das Teil hin und das wird so verbunden und der da wird abgerissen, wenn das da fertig ist. Und wir müssen hier nach da, oder?
nach da. Oh, ist die Frage, ob die das schaffen. Nach da. Und das war falsch. Und das passt. Und wenn das soweit ist, können wir den da bauen. Okay, da wird schon angeliefert. Dann können wir den gleich zerlegen, wenn das Teil da fertig ist. Ist schon fertig. Dann zerlegen wir den. Und bauen hier die Lüftung durch. Die wird dann fertig gemacht. Strom war da noch gefragt. Kabel. Haben wir dann. So, und das geht dann nach da. Ich glaube, die kriegen das hier nicht ganz fertig, oder? Kann das sein? Müssen wir schauen. Wasserstoff ist bestimmt ganz unten. Da ist es. Dann wird da schon der Wasserstoff abgeschieden werden. Hier ist auch der Wasserstoff, ne? Das bedeutet doch, wir müssten da mal die Tür zumachen. Ach so, hier. Gut, okay. Oh, das ist schon bis dahin fertig. Denn wenn sie dahin gekommen sind, dann bedeutet das auch, dass sie das schaffen. Also das ist schon fertig. Das ist sehr cool. Ja. Ohne Gas und flüssig, also die Tür ist da sowieso über. Können wir die auch zerlegen. Dann braucht die keiner mehr schalten. Was haben wir hier? Verschmutzte Sauerstoff. Okay. Müssen wir gucken, wie das hier wird. Aber auf jeden Fall kommt hier dreckiges Wasser ohne Ende rein gerade. Die Tür muss auf jeden Fall hermetisch abregeln. Okay, das passiert schon. Und da kommt eine manuelle Schluftschleuse dann hin. Da wird gearbeitet, das ist gut. Strom ist dran. Der Flaschenentleerer ist hier wohl über, oder? Also der ist da jetzt nicht über, aber der funktioniert da ja gar nicht. Wofür steht der da? Den können wir dann zerlegen. Der müsste dann da eher stehen und da müsste man ein Loch machen, ne? Ja, hier passiert ja sowieso nichts in dem Raum. Den können wir dann auch umfunktionieren. Wächst der Baum? Bewässerung fehlt noch, ja. Da kommt gerade wieder ein Schluck. Das ist zu wenig, ne? Da filtern wir das. Okay. Next.
merkst nicht mehr, weil nicht genug Zeug kommt. Kriegen wir auch noch hin. Jetzt haben wir den Abgaszug da eigentlich mal geguckt, was da passiert. Achso, das kommt von hier oben. Der pustet da alles andere rein, oder wie sehe ich das? Nur der Schmutzige, der geht da lang. Also wahrscheinlich kommt hier auch sowieso nichts raus. Dann ist der da eigentlich auch so ziemlich über, oder? Ich würde den mal da zerlegen. Nämlich Sanitärlüftung. Ich würde den auf die Seite machen. Und da müssen wir überlegen, vielleicht das anders zu gestalten, weil das brauchen wir ja doch nicht mehr. So, das ist schon geändert. Dann nochmal Lüftung darüber und Gasleitung da zerlegen. Gasleitung da zerlegen. Das läuft erstmal. Wie sieht's hier aus? Das ist schon fertig, okay. Das heißt, gucken, ob wir... Ah, ne, das war sanitär. Können wir. Super. Das geht so. So soll es sein, oder? So, dann noch die weißen Kacheln. Haben wir die hier? Wo waren die? Ne, bei Klima, ne, oder? Die müssten dann mal noch hier, 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 hier hin. So soll es sein. Okay, da wird jetzt einiges gearbeitet. Jetzt ist aber kein Material mehr da. Okay, das ist nicht so schön, aber... So, da fehlt wieder Strom dann. Einer ist da noch. Es sind so viele voll. Müssen wir mal gucken. Lass uns hier mal gerade die Punkte für die Duplikanten machen. Da ist nur einer. Ja, wenn er da oben das super schwere Graben machen möchte, dann geht das ja. Ne, da war schon richtig. So, das läuft erstmal. Essen. Oh, kein Essen. Verhungern 3. Das ist ganz schlecht. Wer macht kein Essen hier? Er hat doch was auf dem Grill, ne? Ja. Hier kann man auch was ernten, das wird Zeit. Mach das mal schnell. Einer bitte. Kommt schon jemand? Nein. Ach, hier haben wir irgendwas umgebaut schon. Ah, da kommen die ersten 600 wieder. Eine Mehlaus. Er nimmt die gleich auf. Nur noch 2 am Verhungern. Okay. Das können wir mal zerlegen dann. Und das können wir auch zerlegen. Hatten wir da irgendwie was vor mit einer Schleuse? Könnte sein, ne? Komm, machen wir nicht. Zerlegen. Und die Rutschstange durchziehen dann. Dann passt das. Hier könnte die natürlich auch höher sein. Geht aber wegen dem Ventil da wahrscheinlich nicht, ne? Oh, guck mal, da ist er fertig. Cyber-Hatchling ist das, okay. Okay, dann müssen wir gucken, was der dann macht. Hier läuft's. Aber hier geht's nicht voran. Müssen wir mal gerade eine Leiter da vielleicht hinzaubern. Dass man das bauen kann. Ein Baum kann nicht wachsen. So, jetzt müssen wir hier mal gerade den Filter setzen. Ausgabe alle.
Ah, das ist leider nur andersrum möglich dann. Das ist doof. Ja, wenn wir da jetzt... Stahl kann man da auch ausgeben. Was ist das jetzt? Phosphor, Propan, Kupfer, Kohlenstoff, Kohlendioxid. Verschmutzter Sauerstoff, Sauerstoff. So, jetzt wird das nach da unten abtransportiert. Und wir müssen mal ganz schnell noch eine Schleuse machen. Mit Prio 9. Weil da kommt nämlich jetzt hier eine Nicht-Sanitär-Lüftung. Kommt der ganze Dreck hier unten herein, ne? Ich hoffe, die Schleuse wird relativ schnell gemacht. Da kommt jemand. Ah, da ist noch nicht fertig. Die Rutschstange. Ah, da kommt einer und macht was für die Schleuse. Und die Schleuse wird tatsächlich schon gemacht. Sehr gut. Das ist gut. So, den Dingens haben wir da weg. Wir brauchen jetzt einen Baustein, der nur wasserdurchlässiger Ziegel ist, sozusagen. Ob es den gibt. Das ist der isolierte Ziegel. Ich glaube, den gibt es gar nicht dann, ne? Auf jeden Fall ist jetzt hier bessere Luft schon drin, oder? Also Lüftungsoverlay. So, der geht da lang. Warum auch immer. Hier wird jetzt auf jeden Fall die schmutzige Luft hingebracht. Und das eigentlich nicht zu knapp, oder? Und da müsste er doch hier auch mehr arbeiten, oder? Weil er soll den ja filtern. Und Kohlenstoffdioxid. Ach, der holt nur Kohlenstoff. Ich dachte, der würde jetzt Dingens filtern. Oh, das ist natürlich schlecht. Dann brauchen wir da ja nichts machen. Kein Strom, ist klar. Gebäude deaktivieren. Das war eine Fehlinterpretation hier. Das hat uns ja nichts gebracht. Dann macht das mal nicht mehr. Dann können wir das so machen. Ja, da wieder rein. Das hier unten war verkehrt. So, da gibt es noch ein Dingens. Eine Blaupause. Und zwar Myrtleaf-Samen oder Strauchsamen. Myrtleaf-Samen, war das nicht mit Chlorgas das? Müssen wir mal checken gerade, wa? So, Stress und die Linderung von Stress und die Verbesserung von Moral. Temperatur 20 bis 50 Grad, Luftdruck mindestens 100. Atmosphäre, Sauerstoff, Mutzensäure, Kohlendioxid, Chlorgas, Wasserstoff. Also wächst das ziemlich überall, oder? Braucht nur eine Farm. Dann würde ich jetzt sagen, nehmen wir diese Samen. Macht ja Sinn. Stressabbau ist gut. Ah, ne, da war schon richtig. Drei Stück davon. Dornenstrauch. Nicht. So. Und dann würde ich jetzt erstmal sagen,
Wo pflanzen wir die hin? Haben wir irgendwo noch was frei? Ich glaube nicht, ne? Hier wäre Platz, ne? Sauerstoff? Ne, Sauerstoff war das nicht. Acker, Nahrung. Eins, zwei, drei. Kann ja erstmal dahin, oder? So. Oh, da wurde Wasser geholt. Ne, Erde, okay. Und da wird schön gefiltert. Warte mal, wenn das ja hier. Ja, da haben wir jetzt was falsch gemacht, ne? Können wir da einen Luftfilter hinsetzen? Wo gibt's denn den Sauerstoff? Da gibt's den. Der macht doch dreckig. Ja, den machen wir dahin. Gucken wir, dass das klappt. Kann das sein, dass es ein bisschen weniger hier wird? So, hier. Die weißen Kacheln sind hier unten noch nicht fertig, aber die anderen schon. Das ist schon mal cool. Hier oben können wir eine Leiter noch gerade reinsetzen. Dann können die da auch besser einsteigen. Und dann kämen die da lang. Das bedeutet, wir können da schon zumachen. Okay, wird auch gerade tatsächlich was weitergebaut. Sehr schön. Ja, da wird auch gearbeitet. Sehr schön. Das können wir hier mal zerlegen. Wasser müssen wir aufpassen. Aber bald kommt ja das dazu. Allerdings würde ich erst das nehmen wollen. Dazu machen? Ich glaube, dazu machen, ne? Aber da müssen wir erst aufmachen wegen Graben, ne? Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir das da hinkriegen. Hoffentlich ist das nachher nicht zu viel Wasser, was da runter plätschert. Ich glaube, wir müssen das mal hier noch mit einem Stein höher machen. Hier so. Ja, macht schon mal das Richtige. Und bauen wir da mal eine Leiter hin. Was ist das hier? Erde. Okay, der wird schon geholt. Schmutzwurzel wurde geholt. 800 Kilokalorien haben wir noch. Ja, da wird jetzt geliefert. Das ist zu. Kann der graben? Ich denke schon, oder? Sandstein. Okay. Das Teil wurde gebaut. Auch das wird durch die Wand gebaut. Okay. Ah, hier, da kann man nicht hin. Aber das wird schon geholt, oder? Ah, er braucht Sauerstoff. Wir müssen das aber erst fertig haben, bevor wir da öffnen. Aber ich denke mal, wir sind schon wieder einen ganz großen Schritt weiter. Haben leider gerade wieder nichts zu essen. Wie weit ist unser Bäcker hier? Er ist gerade nicht am Arbeiten. Schlecht. Hier sieht alles erstmal gut aus. Ja, hier liegt wieder verschmutztes Eis. Was irgendwo hier abgeschmolzen ist, weil es hier wärmer wird. Ja, wollen wir hoffen, dass es kalt genug bleibt hier, ne? Nichts mehr zu tun haben. Ach so, wir können da nicht mehr alles wegbringen. Abisalit. Da haben wir noch eine Kiste frei. Ist da nicht bei. Läuft das unter Verschiedenes? Ja. Gut, dann können wir da schnell noch eine Kiste aufstellen. Und wir können dann da auch noch mal schnell graben.
Ja, das können wir alles wegmachen. Und da können wir auch noch was machen. Und naja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber wir machen jetzt erstmal einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn das nächste Video hochgeladen wird. Und gerne Kommentare schreiben und teilt das Video auf anderen Kanälen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Alles klar, bis dann. Tschüss.